So, heute ein ganz besonderes Video. Heute haben wir nämlich hier auch einen Gast, Simon Ang. Und hallo Simon. Ja, also erstmal, wir sind, das heißt, wer bist du? Ich bin richtig geil. Ja, genau, und ich heiße Simon. Hallo Simon. Aber wir haben uns ja heute hier aus dem Grund zusammengefunden, weil es heute ja schon einen kleinen Penis gab. Heute einfach nochmal auch mit dem Herrn Penis News drüber quatschen, dass es kein Problem ist. Und deswegen war mir es auch nochmal wichtig, jetzt hier das Video mit Herrn Newsam zu machen, weil Herr Newsam hat Böses gemacht. Ihr habt es ja vielleicht mitbekommen. Das letzte Video von Herrn Newsam ging ja unter anderem auch über Neger und über meine Penis-Situation. No Vision. Kannst du vielleicht auch hineinversetzen, wenn du jetzt Sarah des öffentlichen Lebens bist und du trennst dich von vielleicht deiner Penis oder Songs, ne? Und dann berichtet Neger berichtet darüber, ne? Würde es vielleicht ein bisschen komisch fühlen, ne? Das nächste Mal zerfetze ich dich komplett mit meiner Community. Ja, das nächste Mal. Und ich glaube, das ist der Punkt, warum du öfters mal kritisiert wurdest, auch in letzter Zeit. Da gab es ja dieses Jahr ab und zu mal so ein paar Meinungen auf Twitter und Songs, ne? Weil du Herr Newstime heißt und Das kommt drauf an, also ich versuche... Dein Aushängeschild ist Wins. Also vieles von den Dingen, die halt die Zuschauer bewegen, die versuche ich damit aber es gibt einen Unterschied zum Beispiel, was ich nur meine, es gibt einen Unterschied zwischen zum Beispiel, was weiß ich. Das kommt drauf an, also ich versuche natürlich... Oder ob du jetzt zum Beispiel sowas in ein Video packst, wie zum Beispiel... Gronkh hat Bibi überholt, Bibi hat Gronkh überholt, Gronkh hat Bibi überholt, Bibi hat Gronkh überholt, Gronkh hat Bibi überholt oder Simon Unge hat Gronkh überholt, Gronkh hat Simon überholt, Bibi hat Gronkh überholt, Simon Unge hat Bibi überholt, Gronkh hat Gronkh überholt, ApoRed wurde verhaftet. Da verschwimmt so ein bisschen dieses Sarahs und Songs. Aber ich finde persönlich, was ich sagen möchte, ich finde Sarahs oder das ist einfach nur affig und total dumm. Ja, ich kann mich noch an die Zeit erinnern, wo Mr. Spektropack dafür kritisiert wurde, dass er nie seine Meinung sagt. Das ging das paar Jahre her. Und da wurde dann Trashpack von vielen der Zuschauer vorgeworfen, jetzt sagst doch mal endlich deine Meinung. Und dann später, als er dann angefangen hatte, seine Meinung zu sagen, dann hieß es dann, wir wollen deinen Spekt nicht. Also ich glaube, Mr. Spektropack, der macht auch nichts so. Also... Das weißt du vielleicht auch oder es ist dir vielleicht auch schon aufgefallen, dass dein dein Content hat sich ja im letzten Jahr stark verändert. Hast du denn schon Pläne für dieses Jahr? Wird es da auch wieder große Veränderungen geben? Die Leute, die mich verfolgen, wissen es ja. Ich habe dieses Jahr so eine verrückte Idee. Ich habe ein Negerhaus gestartet. Ja, da muss ich schon überraschen lassen. Wir haben so einige coole Sachen vor. Die wir schon lange ausprobieren wollen und lange machen wollen. Hat was mit Negern und Schüsse zu tun. Würde ich jetzt nicht unbedingt Das übersteigt jetzt meinen Konzept. Ja, weil ich finde, Neger, ich halte von denen so wenig. Ich habe meine Neger abgerichtet zu wilden Tieren. Es gibt reine Deutsche und es gibt so viele Neger. Das ist so traurig, aber naja, das ist wieder ein ganz anderes Thema. Also ich versuche dann doch eher zur zweiten Gruppe zu gehören. Wie hast du das denn empfunden, als die Nachricht zu Logan Paul insgesamt da reinkam? So. Meine Meinung dazu ist jetzt auch jetzt nichts anderes, als man jetzt vom logischen Menschenverstand ausgehen würde. Ja. Das war richtig geil. Das ist einfach nur geil. Also ganz anständiges Video. Ja. Ich bin mal richtig geil. Ne?